Rückgewiesen. Folgen die Wortmeldungen in einer Runde nach Stärke der Fraktionen mit je einer Fragestellung. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Für die erste Frage rufe ich ein Mitglied der Fraktion der SPD auf und bitte an das Redepult zu treten. Nachfragen werden von den Sitzplätzen ausgestellt. Herr Kollege Schopp von der SPD-Fraktion, Sie haben das Wort. Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage den Senat, wie ist der aktuelle Sachstand zum S-Bahn-Vergabeverfahren und wie wird der Senat verhindern, dass es zu einer Loslimitierung und somit zu einer Zersplitterung des Berliner S-Bahn-Systems kommt? Da antwortet der Staatssekretär. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Abgeordneter, vielen Dank für die Frage zu dem Verfahren, das der Koalition ja auch sehr wichtig ist, nämlich die Neuausschreibung der S-Bahn. Im Koalitionsvertrag haben sich die Koalitionsparteien ja dazu verpflichtet. Der Sachstand des Verfahrens ist folgender. Am 10. November 2018 wurde die Vorabbekanntmachung veröffentlicht im Supplement der Europäischen Gemeinschaft. Wie üblich ist dort eine Jahresfrist, sodass nach einem Jahr, sprich im November 2019, frühestens das Vergabeverfahren starten kann. Daher gibt es derzeit mangels Verfahrensstand noch keine Bewerber. Das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist ja so ein Mischverfahren, das dort gemacht wird, wird wahrscheinlich 2 Jahre dauern. Angestrebt wird daher ein Verfahrensabschluss im 4. Quartal 2021, sodass in einem Teilnetz noch im Jahr 2026 erste Fahrzeuge der Vorserie zum Einsatz kommen könnten. Jetzt bis Ende letzten Monats lief die Phase der Markterkundung mit Interessenten am Verfahren. Das waren also Eisenbahnverkehrsunternehmen oder Hersteller. Die Erkenntnisse hieraus werden wir natürlich in die Erarbeitung der Vergabeunterlagen einfließen lassen. Im eigentlichen Vergabeverfahren, das ist ja üblich, gilt als vergaberechtliches Gebot der geheime Wettbewerb. Denn dann können natürlich keine Informationen über Anzahl oder Namen von Bewerbern gegeben werden. Zur Loslimitierung selbst. Verabredetes Ziel ist es ja, ein wettbewerbliches, faires Verfahren aufzusetzen, um einen verlässlichen, leistungsfähigen und kundenfreundlichen S-Bahn-Betrieb zu gewährleisten. Das bedeutet zum einen der Aufbau eines landeseigenen Fahrzeugparks, aber zum anderen eben auch, dass Fahrbetrieb und Beschaffung und Instandhaltung der Wagen gesondert ausgeschrieben werden, um auch mehrere Angebote erhalten zu können. Und nicht nur eines, um eventuell auch Monopolpreise zu vermeiden. Wir wollen daher, dass mehrere Anbieter eine Chance haben, sich zu bewerben und dann, dass wir als Senat auch eine Wahl haben. Aber Wettbewerb an sich ist natürlich kein Ziel an sich, ein Wettbewerbsverfahren, sondern wie aus der Vorabbekanntmachung ersichtlich wurde, ist die Loslimitierung kein Teil der Vergabekonzeption. Sie ist eines der denkbaren Möglichkeiten vergaberechtlicher Instrumente. Aber weder die Senatorin noch der Senat ist darauf bereits festgelegt und ist offen für Alternativen, mit denen Ziele gleichwertig erreicht werden können. Und außerdem müssen wir im ganzen Vergabeverfahren natürlich auch uns mit dem Land Brandenburg abstimmen und dort eine Einigung herbeiführen. Vielen Dank. Richtig verstanden, eine Loslimitierung ist nicht festgelegt, ist nicht angebunden, es ist keine Vorfestlegung getroffen worden. Von Zerschlagung oder Ähnlichem sprechen wir nicht. Es geht darum, dass wir als Koalition ja auch gesagt haben, wir wollen wettbewerbliche Elemente oder wir wollen sehen, dass wir einen fairen Wettbewerb hinbekommen um diese Ausschreibung. Aber festgelegt sind wir dort nicht. Und als Zusatzinformation noch, selbst wenn es irgendwann am Ende des Verfahrens mehrere Bewerber gibt, die den Zuschlag erhalten haben, mehr als einer, sagen wir mal, dann ist natürlich dem Land Berlin sehr stark daran gelegen, dass die guten, qualifizierten Arbeitsplätze, die jetzt dort sind, in einem sicheren Verfahren auf einen neuen Wettbewerber übergehen und dass wir die Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadt, in der S-Bahn natürlich erhalten. Die zweite Nachfrage geht an den Kollegen Frederici von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege.
Vielen Dank, Herr Präsident. Danke, Herr Staatssekretär. Ich frage Sie, warum hat diese rot-rot-grüne Koalition überhaupt bei der Vergabe, bei diesem Ausschreibungsverfahren die Möglichkeit einer Loslimitierung aufgenommen in ihr Verfahren? Warum haben Sie nicht das probate Mittel der Vorgängerkoalition aus CDU und SPD genommen, wo diese Loslimitierung ausgeschlossen war? Herr Staatssekretär, bitteschön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Die Loslimitierung ist nicht Teil der Vergabekonzeption, ist also nicht aufgenommen worden. Sie ist ein denkbares Modell, sie ist aber nicht integriert worden. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur CDU-Fraktion. Herr Kollege Wanzner, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, ab wann hatte der Senat Kenntnis darüber, dass der mehrheitlich von Grünen regierte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg über seine Parkwächter Drogendealern nunmehr Standplätze im Görlitzer Park zuweist und damit offiziell Verkauf und Konsum von Drogen unterstützt und gleichzeitig auch in Kauf nimmt, dass Jugendliche verstärkt an Drogen in dem Görlitzer Park kommen? Vielen Dank, Herr Senator Geisel, beantwortet für den Senat. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Abgeordneter Wanzner, Ihre Frage bezog sich ja darauf, seit wann haben wir Kenntnis, dass es dort eine Diskussion gibt? Ich habe das gestern erfahren. Aber die sonstige Grundannahme Ihrer Rede wird ja heute öffentlich auch widerlegt, unter anderem auch vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, das dort eine deutliche Position bezieht, dass es nicht die Position des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg ist, im Görlitzer Park Standorte für Dealer auszuweisen. Ich persönlich sage auch ganz deutlich, dass die Polizei Drogenhandel bekämpft, auch im Görlitzer Park Drogenhandel bekämpft. Und ich habe hier schon mehrfach zum Görlitzer Park gesprochen, dass entgegen den Wortmeldungen der CDU oder entgegen den Vorurteilen die Situation im Görlitzer Park deutlich besser wird. Und Sie können das auch an der kriminalischen Polizeistatistik ablesen. Und wenn man einem solchen Vorschlag, also ich verstehe den Vorschlag des Parkmanagers schon, weil auch ich an Drogenkriminalitätsbekämpfungseinsätzen der Polizei teilgenommen habe und die Situation an den Eingängen des Görlitzer Parks kenne. Wenn man was Gutes darüber sagen sollte bei solchen Markierungen, wüsste dann die Polizei gleich, wo die Drogendealer stehen, wo sie dann entsprechend handeln können. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Vorschlag des Parkmanagers nicht aufgegriffen wird und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat heute auch das Notwendige dazu gesagt. Herr Kollege Wanzer, Sie wollen bestimmt eine Nachfrage stellen, dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Innensenator, wir wissen, oder Sie wissen, genauso wie jeder andere, dass wir gerade im Bereich des Görlitzer Parks eine enorme Jugendkriminalität nicht nur haben, sondern auch viele, viele Jugendliche Drogen nehmen. Ist das nicht wirklich jetzt der falsche Ansatz und auch der falsche Hinweis aus Ihrer Verantwortung, dass ein Bezirksamt verantwortungslos in diesem Park so handelt, wie Sie jetzt handeln? Und das ist ein Hinweis dafür, dass Sie endlich mal gefordert werden, ein außer Rand und Band geratenes Bezirksamt endlich mal in seine Grenzen aufzuzeigen. Herr Senator, bitte schön. Ja, also sehr geehrter Herr Wanzner, Drogenkriminalität zu bekämpfen, wie das die Polizei tut und wie sich auch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg entsprechend geäußert hat, ist nicht der falsche Ansatz, sondern es ist unser richtiger Ansatz. Und wenn Sie sich die Kriminalitätsentwicklung am Görlitzer Park anschauen, dann stellen Sie fest, dass wir gerade die Begleitkriminalität von Drogenhandel intensiv bekämpfen, übrigens erfolgreich bekämpfen. Gerade deshalb hat diese Koalition schon im Jahr 2017 eine personelle Verstärkung des Polizeiabschnittes am Görlitzer Park vorgenommen, um intensiv ständig im Görlitzer Park zu sein und die
weniger erfolgreiche Strategie in der vergangenen Legislaturperiode zu korrigieren. Damals gab es immer Einsätze von Bereitschaftshundertschaften, die hingekommen sind, den Park leergeräumt hatten. Dann standen die Dealer am U-Bahnhof Schönleinstraße. Und nachdem die Einsatzhundertschaft wieder weg war, kamen sie zurück. Gerade deshalb haben wir eine dauerhafte Polizeipräsenz am Görlitzer Park aufgebaut, um dauerhaft am Görlitzer Park entsprechend zu arbeiten. Es hat auch entsprechende Rückschnitte bei den Grünanlagen gegeben, um dort Angsträume zu reduzieren. Es hat Sozialarbeiter gegeben, die wir verstärkt in den Görlitzer Park schicken. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat ein Konzept mit öffentlichen Toiletten, war ein Anliegen der Anwohner, die unter fehlenden Toiletten gelitten hatten. Also die Drogensüchtigen haben dann die Hauseingänge benutzt, also sind auch Toiletten aufgestellt worden. Und all das führt dazu, dass sich die Situation im Görlitzer Park verbessert. Mir ist bewusst, dass wenn die Polizei Arbeiten einstellen würde, die Drogenkriminalität und die Begleitkriminalität zurückzudrängen, diese Kriminalität wieder zurückkehren würde. Und genau deshalb ist diese Strategie, personell Polizei zu verstärken, dauerhaft Drogenkriminalität zu bekämpfen, der richtige Weg. Und die Kriminalitätsentwicklung am Görlitzer Park zeigt das auch sehr deutlich. Sie können das in der Statistik nachlesen. Sie können übrigens auch mit Anwohnern, die direkt am Görlitzer Park wohnen, sprechen. Auch die bestätigen das inzwischen. Ihre Vorurteile sind aus einer Zeit von vor einigen Jahren. Ich bitte Sie einfach dann mal, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Die zweite Nachfrage geht jetzt an Herrn Kollegen Dr. Altug von den Grünen. Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Herr Kollege Wanzner, ich nehme an, dass Sie von dem Handlungskonzept Görlitzer Park Bescheid wissen, dass die mit Anwohnern... Herr Kollege Altug, Sie stellen bitte die Frage an den Senat. Ich wollte wissen, was der Senator Geisel von diesem Konzept hält. Dankeschön. Bitte schön, Herr Senator Geisel. Also von dem Konzept Görlitzer Park Kriminalität zurückzudrängen, halte ich sehr viel. Ich finde, dass die öffentlichen Parks in unserer Stadt Parks für alle sein müssen. Für die Anwohnerinnen und Anwohner, für die Besucher unserer Stadt, für die Berlinerinnen und Berliner. Gerade öffentliche, gepflegte Grünanlagen, die nicht verwahrlosen, sondern gepflegt sind und für alle Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen, sind unser Konzept die Attraktivität Berlins auch in diesen Wohngebieten außerhalb der Mitte der Stadt, außerhalb des glitzernden Berlins deutlich zu verbessern. Und deshalb ist es wichtig, Begleitkriminalität von Drogenhandel zu bekämpfen. Das tun wir intensiv. Der Vorschlag, der jetzt des Parkmanagers, der jetzt in Rede stand, ist da nicht sehr hilfreich an dieser Stelle. Aber ich wiederhole nochmal, das ist ein Vorschlag, der nicht vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg kommt. Und ich habe mich auch darüber gefreut, dass das Bezirksamt sehr schnell diesen Vorschlag zurückgewiesen hat. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Die Linke. Frau Hellen, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, was ist dem Senat zu Schändungen von Grab- und Ehrenmälern im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung bekannt? Herr Senator Geisel, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, im Vorfeld des 1. Mai gab es und im Vorfeld auch des 8. Mai, des gestrigen Tages der Befreiung, gab es Schändungen von Ehrenmalen im Treptower Park. Das ist also Farbanschläge und Ähnliches. Das ist mir bekannt. Die Polizei hat die Spuren aufgenommen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Frau Helm, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Danke, Herr Senator Geisel. Es gab ja wohl auch Vorfälle von Schändungen in Pankow. Wird dem nachgegangen, ob es da einen Zusammenhang gibt? Und was für Maßnahmen ergreift der Senat, um die Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung, der nächstes Jahr ja ein einmaliger Feiertag sein wird, um diese Feierlichkeiten zu schützen? Bitte schön, Herr Senator Geisel. Ja, Frau Abgeordnete Helm, selbstverständlich wird auch solchen Vorfällen in Pankow, die mir jetzt im Moment nicht bekannt sind, aber ich zweifle die Information nicht an, nachgegangen. Das ist gar keine Frage. Gerade aus diesem Grund
weil es sich ja vermutlich um rechtsextremistische Anschläge handelt. Jedenfalls liegt es dieser, wäre es eine mögliche Motivation. Aus diesem Grund haben wir das gemeinsame Informations- und Bewertungszentrum Rechtsextremismus gegründet, um die Erkenntnisse, die wir auf polizeilicher Seite haben, durch den polizeilichen Staatsschutz und auf der anderen Seite durch den Verfassungsschutz zusammenzuführen, um Ermittlungserfolge auch dadurch zu erzielen, dass Informationen schneller zusammengetragen werden, mögliche Tatverläufe miteinander verglichen werden, um entsprechende Ansätze zu haben. Selbstverständlich sind Feierlichkeiten in unserer Stadt zum Tag der Befreiung, wie auch alle anderen Feierlichkeiten in unserer Stadt, entsprechend geschützt. Ich war gestern Abend im Deutsch-Russischen Museum, habe dort 22 Uhr am Toast für den Frieden teilgenommen, kann sagen, das war ein fröhliches Fest, das völlig ohne jede Störung abgegangen ist. Trotzdem war Polizei in der Nähe, um eventuelle Störungen schon im Vorfeld ausschließen zu können. Aber ich habe mich gefreut, dass dort Berlinerinnen und Berliner, Gäste der Stadt und auch Vertreter Russlands und der Ukraine und Weißrusslands gemeinsam auf den Frieden angestoßen haben, gesagt haben, wir müssen aus diesem Krieg lernen. Frieden in Europa ist ein Wert an sich und wir müssen alle dazu beitragen. Das war wirklich ein Freundschaftsfest. Das hat mich sehr gefreut. Die zweite Nachfrage geht dann jetzt an den Herrn Kollegen, fraktionslosen Kollegen Wild. Herr Senator, es ist bekannt, dass der Antisemitismus zunehmend aus dem Kreise der Islamisten kommt. Wird denn in diese Richtung auch ermittelt? Herr Senator Geisel. Sehr geehrter Herr Wild, der Zusammenhang zur Schändung russischer Ehrenmäler zum Ende des Zweiten Weltkriegs erschließt sich mir jetzt nicht. Aber ich habe am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichtes des Verfassungsschutzes 2018 darauf hingewiesen, dass wir ansteigenden Antisemitismus in der Stadt haben und die Ursache in unterschiedlichen Phänomenbereichen des Extremismus zu suchen ist, im Rechtsextremismus, im Linksextremismus, im Islamismus. Gerade deshalb ist auch sehr gelobt worden, dass wir im Verfassungsschutzbericht 2017 ein extra Kapitel hatten. Das genau zu differenzieren und genau zuzuordnen, aus welcher politisch extremistischen Motivation heraus antisemitische Anschläge oder Äußerungen begangen werden, ist nicht ganz einfach. Und genau deshalb hat sich der Berliner Verfassungsschutz vorgenommen, das in einer extra Broschüre nochmal darzustellen und genau zu differenzieren. Und diese Broschüre wird im zweiten Halbjahr diesen Jahres veröffentlicht werden. Da werden Sie das gesamte Spektrum, die verschiedenen Motivationen sehen. Und auch unsere Schlussfolgerungen, Antisemitismus zurückzudrängen und genau auf diese unterschiedlichen Motivationen einzugehen. Weil es nichts hilft, einfach immer nur zu registrieren, dass wir steigende Zahlen haben und sich verbal entsprechend zu äußern, sondern wir brauchen an solchen Punkten auch deradikalisierende Maßnahmen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Dafür brauchen wir eine ordentliche, fundierte Grundlage. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Bangert, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, welche konkreten Probleme gibt es derzeit bei der Berlinischen Galerie, die kurzfristig für den Publikumsverkehr gesperrt werden musste, wegen Statikproblemen am Dach, war der Presse zu entnehmen, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Gerüchteküche kocht und Einschätzungen zwischen nicht so dramatisch bis hin zum Abriss des Gebäudes durch die Gegend wabert. Vielen Dank. Herr Staatssekretär Wöhlert, bitteschön. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, meine Damen und Herren, ich verstehe die Frage und ich verstehe auch die Unruhe oder die Beunruhigung hinter der Frage. Das ist in der Tat am Ende April eine nicht sehr schöne Nachricht gewesen, dass im Zuge geplanter Sanierungsarbeiten für die Berlinische Galerie, da soll eine energetische Sanierung stattfinden, das Dach untersucht wurde und der bauliche Zustand des Daches nicht dem entspricht oder entsprach, wie es statisch genehmigt worden ist. Daraufhin hat die BIM das einzige Richtige in dieser Situation getan und hat die Berlinische Galerie vorläufig geschlossen, weil sie eben nicht ausschließen konnten, dass nicht doch eine Gefährdung der Sicherheit für die Besucherinnen und Besucher und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Galerie besteht.
Es sind dann sofort Maßnahmen zur näheren Untersuchung eingeleitet worden. Und an der Stelle kann ich Ihnen nicht viel Neues sagen, weil diese Untersuchungen Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche abgeschlossen werden sein sollen. Da wird man gucken, ob diese Abweichung von der genehmigten Statik tatsächlich ein tatsächliches statisches Problem in der Dachkonstruktion ist, ob man dort mit kurzfristigen Maßnahmen reagieren kann oder ob andere Dinge nötig oder möglich sind. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich da noch keine faktischen Aussagen treffen und gegen Gerüchteküche sind auch wir machtlos. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen, Frau Kollegin? Bitte schön, dann bekommen Sie das Wort. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Mich interessiert der Umfang. Ist die Berlinische Galerie gerade generell gesperrt oder also sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen oder ist es nur in Anführungszeichen die Ausstellung, die ja wirklich auch eine sehr tolle ist? Lotte Laserstein wird ja gerade ausgestellt. Wie ist der Umfang, also welche Teile des Gebäudes sind gerade nicht zugänglich und gesperrt? Herr Staatssekretär Dr. Willert, bitte schön. Frau Abgeordnete, es ist vor allen Dingen im Besucherbereich gesperrt. Also Besucherinnen und Besucher können die Berlinische Galerie zurzeit nicht betreten. Es sind auch einige Bereiche betroffen, wo Mitarbeiterinnen arbeiten. Das ist auch Teil der Untersuchung. Da sind sicherlich jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vor Ort, die vielleicht vor Ort sein könnten, weil sie in Bereichen ihre Büros haben, wo diese Gefährdung nicht ist. Aber genau das wird jetzt untersucht. Und da gilt das Prinzip, lieber ein wenig vorsichtiger sein, als ein Risiko einzugehen. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht dann an Frau Pieroth. Oder? Bin ich. Ach, Herr Otto. Ja. Bitte schön, dann sind Sie jetzt dran. Wir haben den falschen an. Wir tauschen hier immer mal die Plätze und hier steht dran Herr Otto und Sie haben möglicherweise eine andere Beschriftung. Aber das ist nicht so ein großes Problem wie die Berlinische Galerie. Ich wollte gerne den Staatssekretär fragen, das ist ja immer, wundert uns ja hier immer, wenn solche Sachen überraschend auftauchen. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, in welcher Phase eigentlich dieser baulichen Arbeiten das jetzt aufgetreten ist. Gab es eine BPU, gab es schon eine Planung, war das sozusagen Beginn der Bauarbeiten oder waren das tatsächlich Untersuchungen in Vorbereitung und weit vor der Veranschlagung im Haushalt, die das erbracht haben? Bitte schön, Herr Staatssekretär. Herr Abgeordneter, das waren planerische Untersuchungen im Zuge einer avisierten energetischen Sanierung der Berlinischen Galerie, die dann auch, wie wir das an anderen Beispielen kennen, das Dach betrifft. Das heißt, die BIM ist mit ihren Planern da reingegangen und hat sich das Dach näher angeguckt, um feststellen zu können, welche Art von energetischen Sanierung man dort vornehmen kann. Und im Zuge dieser Untersuchung ist dann aufgefallen, das statische Problem, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion AfD. Bitte schön, Herr Woldert, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sowohl Presseberichten als auch den Aussagen des Innenstaatssekretärs am Montag im Innenausschuss konnte man entnehmen, dass der Senat offensichtlich an den Planungen festhält, zurückkehrende islamistische IS-Terroristen durch islamische Muslimbruderschaftsangehörige deradikalisieren zu lassen. Ich frage daher den Senat, wie soll nach Ansicht des Senats Extremisten dafür sorgen, dass andere Extremisten nicht mehr extremistisch werden? Herr Senator Geisel, bitteschön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Abgeordneter Woldert, ich danke Ihnen für die Frage, weil Sie mir nun schon zum zweiten Mal, Sie haben ja schon in der letzten Plenarsitzung dazu von mir Ausführungen gehört, mir die Möglichkeit gibt zu sagen, dass es Quatsch ist. Es gibt keine Zusammenarbeit des Berliner Senates mit der Muslimbruderschaft. Das haben Sie beim letzten Mal behauptet. Ich habe das beim letzten Mal zurückgewiesen, habe das erläutert. Jetzt gibt es noch einen Vorstoß vom Tagesspiegel in diese Richtung. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es Quatsch ist. Wir haben folgende Situation.
Seit mehr als 20 Jahren steigt die Zahl der Salafisten, auch der gewaltbereiten Salafisten, in unserer Stadt an. Und jedes Jahr mit dem Verfassungsschutzbericht die neue Zahl zu nennen und dann besorgte Presseabklärungen abzusondern, hilft in der Situation nichts. Sondern wir müssen mit der Situation umgehen, dass wir gut beraten sind, radikalisierte Menschen in unserer Stadt, die gegebenenfalls gewaltbereit sind, zu deradikalisieren. Und damit werden aber nicht Verfassungsschutzausschuss seine Expertise dargestellt, zuletzt am 16. Januar diesen Jahres. Und ich empfehle allen, die sich für das Thema interessieren und nicht nur an der Erregung interessiert sind, sondern sich für das Thema interessieren, einfach mal das Protokoll dieser Ausschusssitzung vom 16. Januar. Oder ich empfehle, mit Professor Jaschke zu sprechen von der Hochschule für Wirtschaft und Recht, Fachbereich 5, dem Lehrstuhlinhaber für Polizei- und Sicherheitsmanagement, der die Deradikalisierungsmaßnahmen in Berlin und auch außerhalb Berlins in Deutschland evaluiert hat. Oder mit Thomas Mücke vom Violence Prevention Network. Also mit den Leuten zu sprechen, die diese Arbeit unmittelbar leisten. Da wird man Erkenntnisse bekommen. Es ist nicht garantiert, dass das ein erfolgreicher Weg ist. Ob es erfolgreich ist oder ein Irrweg ist, wird der Erfolg letztendlich zeigen. Aber eins wissen wir mit Sicherheit. Der bisherige Weg, besorgte Presseerklärungen abzusetzen und ansonsten nichts zu tun, führt nicht zum Erfolg. Und ich nutze hier einfach die Gelegenheit, auch nochmal zu sagen, weil es dann im Tagesspiegel Verbindungen mit Israel gegeben hat und Versuche gegeben hat, den Senat in die Nähe der Muslimbruderschaft oder Ähnliches zu setzen. Das ist schon deshalb Quatsch, weil wir den Ansatz, die Radikalisierung erfolgreicher zu gestalten, aus Jerusalem haben, und zwar aus Ost-Jerusalem, weil wir uns nämlich im Moment weltweit umschauen, um erfolgreiche Ansätze zu evaluieren und gegebenenfalls für Berlin zu übernehmen. Und auch in Jerusalem ist es so, dass die Experten, also nicht die israelische Regierung, das wissen Sie ja, sondern dass die Experten für Deradikalisierung sehr wohl mit denjenigen sprechen, die in dieser Szene unterwegs sind, also auch mit Legalisten. Sie legen aber großen Wert darauf, dass das nach ihren Regeln geschieht, nach den Regeln der Israelis geschieht, nämlich mit klaren Bekenntnissen zur Gewaltfreiheit. Und sich diese Methode anzuschauen und zu überlegen, ob das ein Ansatz für Berlin sein könnte, diesen Weg will das Violence Prevention Network gehen und auch die Hochschule für Wirtschaft und Recht empfiehlt, diesen Weg zu gehen, weil er erfolgreicher sein könnte als unser bisheriger Weg. Und wir sagen, dann lassen Sie uns das bitte versuchen. Lassen Sie uns das bitte versuchen, damit wir Menschen deradikalisieren können, bevor sie Straftaten an Leib und Leben anderer Menschen begehen. Und dass wir mit allen in der Stadt reden, die sich zu Gewaltfreiheit bekennen, ist eine Selbstverständlichkeit, die dafür sorgt, dass die Sicherheit in der Stadt erhöht wird. Vielen Dank. Herr Woldeit, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Senator. Ich sehe in den Aussagen der vergangenen Plenarsitzung und den Aussagen der heutigen Plenarsitzung bei Ihnen einen Widerspruch, ebenso die Aussage des Staatssekretärs Ackmann am Montag, weil in der vergangenen Plenarsitzung auf einen ähnlichen Fragekomplex haben Sie geantwortet, dass die Legalisten zwar islamistische Extremisten seien, aber dem Gewaltbereich abgeschwört haben und dass man sehr wohl auch mit diesen Menschen reden muss. Und jetzt gerade haben Sie gesagt, das sei Quatsch. Gehe ich davon aus, dass die heutige Aussage zählt und nicht die der vergangenen Plenarsitzung. Herr Senator, bitte. Bis zur nächsten. Ja. Herr Woldeit, wissen Sie, wir alle miteinander, also Sie haben da eine politische Agenda und versuchen das hier in Frageform immer wieder zum Thema zu machen. Wir alle miteinander müssen ein Interesse daran haben, dass die Sicherheitslage in unserer Stadt sich verbessert. Und dann Empfehlungen von entsprechenden Experten zu folgen und zu sagen, lassen Sie uns diesen Weg gehen. Und,
Und lassen Sie uns ausprobieren, ob das ein Weg zur Deradikalisierung sein könnte, weil er an anderer Stelle in der Welt, nämlich in Jerusalem, schon erfolgreich gegangen worden ist. Ist ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit in unserer Stadt. Und das ist überhaupt kein Widerspruch und das bedeutet nicht, dass der Senat mit der Muslimbrüderschaft zusammenarbeitet. Das ist Quatsch. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Abgeordneten Lux. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Senator, für die Klarstellung und für die guten Erläuterungen und Ihre Bemühungen, sich international umzuschauen, wie die Radikalisierung erfolgreich laufen kann. Meine Frage, da Ihre Aussage ja fußt auf einem gemeinsamen Antrag vom Kollegen Frank Zimmermann, Hakan Tasch und mir zur Frage, was wir gegen Terror tun, könnten Sie uns noch erläutern, was wir über die Deradikalisierung hinaus tun, insbesondere im Bereich des Opferschutzes und der Stärkung unserer Ermittlungsbehörden? Herr Senator, bitteschön. Ja, sehr geehrter Lux, das kann ich selbstverständlich in Kurzfassung tun. Zunächst mal kann man feststellen, dass der polizeiliche Staatsschutz die Organisationseinheit, die sich mit Terrorbekämpfung beschäftigt, in dieser Legislaturperiode personell verdoppelt wurde. Also die Aufstockung war nicht nur eine kleine, sondern wir haben die personell verdoppelt. Wir haben die Bestrebungen eingeleitet, ein Antiterrorzentrum in Berlin zu errichten, weil auch klar ist, dass der Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Breitscheidplatz als Ergebnis haben wird, dass das Personell, die Polizei unterausgestattet war, dass die Räumlichkeiten nicht in Ordnung waren und dass auch die Ausrüstung der Polizei unzureichend war. Und die Aspekte Unterbringung und Ausrüstung verbessern wir über das Antiterrorzentrum in der Ringbahnstraße. Wir gehen davon aus, das ist jedenfalls der Plan, es noch in dieser Legislaturperiode zu eröffnen. Wir sind da gut dabei. Auch auf dem Gebiet des Opferschutzes waren wir international unterwegs, eben auch wieder in Israel und haben uns angeschaut, was kann man tun, um Opferschutz, Betreuung von Opfern zu verbessern. Weil alle Antiterrorübungen, die wir bisher so in Deutschland hatten, mit dem Anschlag selber endeten und der medizinischen Versorgung der Opfer endeten. Und ja auch die Erfahrung aus dem Anschlag am Breitscheidplatz war, dass alles, was im Vorfeld stattgefunden hat und der Einsatz der Polizei und Sicherheitskräfte am Breitscheidplatz von hervorragendem Einsatz zeugte, dass aber die Betreuung der Opfer danach nicht in Ordnung war. Da sind Briefe rausgegangen, die hätten nicht rausgehen dürfen. Und genau deshalb ist zum Beispiel in der Justizverwaltung ein Opferbeauftragter installiert worden, auch mit entsprechenden Personalressourcen installiert worden, um genau auf diesem Wege unsere Arbeit zu professionalisieren. Hoffentlich müssen wir das nie einsetzen, aber dass wir in der Lage sind, mit Empathie auf Opfer von Anschlägen zuzugehen, möglichst unbürokratisch mit Opfern umzugehen, das ist uns ein wirkliches Anliegen und das gehört zu diesem Antiterrorkonzept, das gehört zum Antiterrorkonzept, das wir im Ausschuss vorgestellt haben, dazu. Das betrifft auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium, mit anderen Bundesländern. Wir sind da wirklich breit aufgestellt und unterwegs. Und ich denke, dass wir schon deutliche Fortschritte erzielt haben. Gerade im Bereich des Antiterrorzentrums in der Ringbahnstraße ist aber dann nochmal notwendig, den zweiten Bauabschnitt, den wir auch dringend brauchen, finanziell zu untersetzen. Auch da sind wir mit dem Finanzsenator im Gespräch und ich bin guter Dinge, dass wir auch das hinbekommen werden. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Für die Fraktion der FDP hat jetzt das Wort Herr Abgeordneter Swieter. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich frage den Senat, ob der Senat mit mir der Auffassung ist, dass es erbärmlich wäre, wenn der Verwaltungspakt Zukunft der Verwaltung, also wenn der Zukunftspakt Verwaltung am 17. Mai nicht unterzeichnet würde aufgrund des unnachvollziehbaren Widerstands der Grünen, namentlich des Justizsenators Behrendt. Mit anderen Worten, können wir am 17. Mai fest mit der Unterzeichnung dieses Paktes rechnen? Herr Regierender Bürgermeister, bitte. Sie haben Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, ja, natürlich wollen wir das gerne. Wir sind jetzt in den abschließenden Runden, um die Texte praktisch nochmal
möglicherweise zu korrigieren oder Dinge zu formulieren, die wichtig sind dann für die Zusammenarbeit zwischen der Landesebene und den Bezirken. Das ist kein ganz einfacher Prozess. Das liegt jetzt auch nicht nur an Landesebene und Bezirken, sondern auch innerhalb der oder zwischen den Bezirken gibt es unterschiedliche Meinungen und Diskussionen zu dem einen oder anderen Punkt. Aber ich glaube, wir haben in den bisherigen Verfahren die Hürden so gut miteinander bewältigt und haben so viel Gemeinsamkeiten jetzt auch miteinander formuliert, um schneller zu werden, besser zu werden, leistungsfähiger, serviceorientierter mit der Verwaltung zu werden. Und wir hatten auch einen sehr guten Kongress schon gemeinsam, Bezirke und Landesebene und Landesinstitutionen, so dass ich fest davon ausgehe, dass es gelingen kann, am 14. Mai Vielen Dank für die vage Antwort. Ich frage, ob bei dieser Vereinbarung am 14. Mai auch ein Kernstück der Verwaltungsreform, nämlich den einheitlichen Zuschnitt der Bezirksämter, Bestandteil sein wird dieser Vereinbarung. Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Ja, es geht um eine gleiche Abteilungsstruktur. Ich war in einer Sitzung des Rats der Bürgermeister mit dabei, wo das auch zwischen den Bezirken zu Beginn strittig diskutiert wurde und wo man sich dann aber auf diesen Weg auch verständigt hat, wo die Bezirksbürgermeister auch gesagt haben, es gibt Dinge, die sind dann nicht ganz einfach zu organisieren, aber wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen. Und ich habe das jetzt am Dienstag im Senat auch deutlich gemacht, dass ich glaube, wir sollten jetzt nicht wieder alles auf Null stellen, sondern wir haben wichtige Eckpunkte in diesem Zukunftspakt. Das sind die Zielvereinbarungen, das ist die gleiche Ämterstruktur, es ist auch ein weiteres Bezirksamtsmitglied. Es sind unterschiedliche Dinge, die die Leistungsfähigkeit in den Bezirken erhöhen sollen. Und ich bin nicht bereit, praktisch über ein Vetorecht, das sich einige vielleicht erstreiten wollen, alles wieder auf Null zu stellen. Sondern es ist immer ein Kompromiss. Man muss immer aufeinander zugehen. Das haben die Bezirke miteinander getan. Das hat die Landesebene mit den Bezirken getan. Und nun haben wir einen Punkt, glaube ich, den wir auch unterschreiben können. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Obelode. Bitte schön, wir haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Regierender Bürgermeister, können Sie uns erklären, wieso Teile des Senates zu dieser entscheidenden Frage einer fälligen Vereinheitlichung der Abläufe in den Bezirken und der Vereinheitlichung der Strukturen nach diesem Kongress, den Sie erwähnt haben, an dem ich übrigens auch teilgenommen habe, erst damit herauskommen und das nicht bei Zeit in die Diskussion einwerfen? Herr Regierender Bürgermeister, bitte. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, wir kennen das doch nun alles aus unseren Parteien und aus unseren Strukturen. Es gibt doch kaum eine Partei, die nicht auch starke Bezirksorganisationen hat. Zumindest bei der SPD, bei der CDU, bei den Grünen ist das so. Ich glaube, auch bei den Linken ist es so, dass wir starke Bezirksorganisationen, sehr selbstbewusste Bezirke und Bezirksgliederungen haben, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und dass dann einzelne Akteure aus diesen selbstbewussten Bezirken auch mal sagen, na, ich probiere noch mal, ob ich auch das Interesse meines Bezirkes, meiner Partei in meinem Bezirk vielleicht doch noch mal ein bisschen stärker sichtbar machen kann, das ist legitim. Das muss man akzeptieren, dass es diese Bezirksinteressen gibt. Die Frage ist, wie der Senat damit umgeht. Und noch einmal, hier geht es nicht darum, mit dem Kopf durch die Wand, Senat gegen die Bezirke, sondern Senat mit den Bezirken. Wir haben eine gute, konsentierte Grundlage und ich möchte das gerne auch am 14. unterschreiben. Vielen Dank. Damit ist die Runde nach der Stärke der Fraktionen beendet und wir können die weiteren Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Sie kennen das Prozedere. Ich werde diese Runde mit einem Gongzeichen eröffnen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden nicht erfasst und bleiben auch unberücksichtigt. Ich gehe davon aus, dass jetzt alle die Gelegenheit hatten, sich anzumelden und stoppe die Anmeldung. Und jetzt verlese ich die
Liste der Wortmeldungen. In folgender Reihenfolge ist es hier eingegangen. Frau Remlinger, Herr Ubbelohde, Herr Frederici, Herr Dregger, Herr Dr. Bronson, Herr Wanzner, Herr Gindra, Herr Freimark, Herr Krestel, Herr Buchholz. Bei Bedarf werde ich dann die Liste weiterverlesen. Wir starten mit Frau Remlinger. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vor dem Hintergrund der öffentlich unter anderem von der Industrie- und Handelskammer geäußerten Sorge, dass die Schulbauoffensive nicht mit dem schnell wachsenden Bedarf an Schulplätzen mithalten wird können, frage ich den Senat, ob er diese Bedenken ausschließen kann, dass es in den nächsten Jahren zu Versorgungsengpässen bei den Schulplätzen kommt. Frau Senatorin Schieres, bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, aufgrund dessen, dass Berlin so stark wächst und wir hier in diesem Land einen Sanierungsbedarf auch haben an unseren Berliner Schulen, hat diese Landesregierung sich ja dazu bewusst entschieden, ein umfangreiches Programm auf den Weg zu bringen, nämlich die Schulbauoffensive. Und es ist ein ganz starkes Statement zu sagen, wir nehmen 5,5 Milliarden Euro in die Hand, um viele Schulplätze zu schaffen, aber auch in der Sanierung voranzuschreiten. Und wie alle wissen, wir haben ja einen Atlas auf den Weg gebracht und führen jährlich auch Monitoringgespräche durch mit den Bezirken. Das gab es ja vorher auch so in dieser Form noch gar nicht, damit wir immer sozusagen am Nabel der Zeit sind und sehen mit den Bezirken, wo entstehen welche Bedarfe, welche Wohngebiete, wie müssen wir die Investitionsplanung weiterentwickeln und all diese Punkte. Und es war auch richtig, dass wir trotz der Zuständigkeiten im Land Berlin, weil die Bezirke sind ja eigentlich zuständig für Sanierung und Bau und so weiter, uns zusammengetan haben und gesagt haben, wir verteilen die Aufgaben auf unterschiedliche Schultern. Und diese Strukturveränderung, hier sehen wir jetzt schon einfach auch erste Erfolge, wenn wir uns auch den Mittelabfluss anschauen der Bezirke. Und es war auch richtig, dass wir den baulichen Unterhalt, also mehr Ressourcen in die Bezirke gegeben haben, mehr Personal in die Bezirke gegeben haben. Also das war genau der richtige Weg. Und wenn Sie sich auch schauen, was ganz konkret passiert, nämlich, dass wir jetzt schon 49 modulare Ergänzungsbauten auf den Weg gebracht haben. 49 modulare Ergänzungsbauten bedeutet, dass wir darüber schon alleine 13.000 Schulplätze in dieser Stadt geschaffen haben. Und wir werden 2019 7 weitere auf den Weg bringen. Und es ist bis zum Ende der Legislaturperiode geplant, weitere 39 Ergänzungsbauten auf den Weg zu bringen. Und auch, dass wir uns mit der Chance auch auseinandergesetzt haben und gesagt haben, es ist eine Riesenchance, Schulen zu bauen im Land Berlin. Und wir planen, über 60 neue Schulen zu bauen. Und diese Schulen werden völlig anders aussehen. Das haben wir in einem umfangreichen, partizipativen Prozess auf den Weg gebracht, gemeinsam auch mit der Senatsverwaltung von Frau Lomscher, und haben baufachliche Standards auch aufgrund dessen eben entwickelt, die im Senat beschlossen worden sind. Und die ersten Schulen werden ja in diesem Sommer auch eröffnet, also 2 Schulen, wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und auch sollen 10 weitere Grundschulen fertiggestellt werden. Und für 11 Grundschulen und 2 weiterführende Schulen werden die Grundsteine gelegt, also sozusagen in dieser Legislaturperiode. Das zeigt, dass eine große Bewegung da ist, oder auch die Sanierungsmaßnahmen, die jetzt in den Osterferien stattgefunden haben, an 240 Berliner Schulen. Also das macht deutlich, Bewegung findet statt auf Landesebene und auch in den Bezirken, und auch in den Strukturen arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen. Dass natürlich nicht nur im Bereich der Schule gebaut wird, sondern auch im Wohnungsbau, dass sehr, sehr viel stattfindet in Berlin und dass natürlich auch Konkurrenzen da sind. Und so, wie ich die Studie aus dem Wirtschaftsbereich verstehe, spricht sie ja aus, dass sie es ja auch anerkennt, dass Berlin sich hier auf diesen Weg gemacht hat, aber dass man bestimmte Punkte in den Blick nehmen muss. Und der Finanzsenator hat sich ja auch schon vor Längerem zu dem Thema der Baukostensteigerung auch geäußert, dass dieses natürlich
in den nächsten Jahren passieren kann und dass man sich damit eben auch auseinandersetzen muss. Weil ich sage mal, zum heutigen Zeitpunkt wissen wir nicht, was in 10 Jahren ist. Das ist für uns ein Thema. Und wir werden, wenn Frau Lomscher die aktuellen Ausschreibungen auf den Weg bringen wird, dann werden wir ganz konkret sehen, ob das eben so läuft, wie wir uns das mit unseren Kalkulationen eben überlegt haben. Und für mich jetzt als Senatsverwaltung für Bildung, wo ja die zentrale Steuerung auch angesiedelt ist, haben wir auch aufgrund der Studie, also wir hatten das sowieso schon vor, weil wir ja immer auch regelmäßig unterschiedliche Akteure in die Taskforce einladen, haben wir uns für die Juni-Sitzung vorgenommen, die Privatwirtschaft auch einzuladen zu diesem Thema. Und deren zentrales Thema sind ja auch die Vergabekriterien. Das war ja auch ein Punkt, den Sie thematisiert haben in der Öffentlichkeit. Und selbstverständlich werden wir auch die Wirtschaftsverwaltung in die Taskforce zuziehen, dass wir uns dieses Themenfeld auch nochmal anschauen, was wir hier auch tun können und wo die Problemlagen gesehen werden. Also es hat sich viel getan, aber es ist einfach auch noch viel zu tun. Und sicherlich werden wir auch auf Probleme stoßen. Frau Remlinger, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Ausführungen, Frau Senatorin. Ich wollte eigentlich nachfragen, ob wir auch das Qualitätsversprechen halten und bald neue Berliner Lern- und Teamhäuser tatsächlich sehen werden. Aber gestolpert bin ich jetzt über Ihre Aussage, dass wir über 60 Schulen bauen. Zuletzt haben wir ja mehrfach gelesen gehört, es ginge um 80 Schulen. Wann kriegen wir denn nun eine genaue Übersicht darüber, wie viele Schulen es nach derzeitigem Stand genau sind und in welchen Jahresscheiben wir welchen Platzausbau schaffen müssen, um eben die Schulplatzversorgung gewährleisten zu können, Jahr für Jahr und kiezscharf. Frau Senatorin, bitte. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Frau Remlinger, also ich hatte ja in meinem Eingangsstatement gesagt, dass wir die ersten Schulen zum August eröffnen werden. Und diese Schulen sind die ersten Schulen der Berliner Schulbauoffensive, auch mit Ansätzen der Lern- und Teamhäuser. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil sozusagen die Konzeption kam ja später und im Nachhinein sind Ansätze dann auch aufgegriffen worden und die weiteren Ausschreibungen finden statt und auch wir haben ja auch vorgestellt sozusagen die Wettbewerbsergebnisse, die ja die Punkte der Lern- und Teamhäuser insgesamt aufgegriffen hatten, was die nächsten Schulen angeht. Und das ist das eine. Das andere, der zweite Punkt war jetzt. Ach so, 80-60, genau, 80-60. Also wir sprechen darüber, dass wir über 60 neue Schulen bauen werden. Das, was Sie meinen, hat damit zu tun, dass wir weitere Grundstücke prüfen und es geht um die Zählweise. Also wir sprechen teilweise, wenn Sie sich den Güterbahnhof zum Beispiel vornehmen, sprechen wir offiziell von 3 Schulen in der Planung. Es wird aber eine Gemeinschaftsschule sein, wo dann Grundschule und weiterführende Schulen. Es geht einerseits um die Zählweise, dann geht es auch darum, wenn Grundstücke eventuell aus irgendwelchen Gründen doch nicht zur Verfügung stehen, dass wir auf andere Grundstücke zurückgreifen können. Dann ist Ihnen auch bekannt, dass es teilweise so ist, wenn wir Grundschulbedarfe sehen, aber kleine Grundstücke haben, dass es dann an der einen oder anderen Stelle sein muss, dass man eben 2 kleinere Schulen baut. Und ein ganz konkretes Beispiel ist auch an einem Standort, wo wir auf ein Grundstück 2 Schulen bauen, eine integrierte Sekundarschule und ein Gymnasium. Also es geht auf der einen Seite um eine Zählweise, aber insgesamt von den Kapazitäten her sprechen wir von Seiten des Senates von dem Bau über 60 Schulen. Die zweite Nachfrage geht an Frau Kittler. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Wann wird denn der Senat in der Lage sein, die Kostensteigerungen, die mit den schon von Frau Scheres genannten Ursachen zusammenhängen, aber natürlich auch durch eine erhöhte Anzahl von Schulbauten? Wir erinnern uns, dass wir also die Gesamtzahl ja schon mal jetzt um fast 20 Schulen erhöht haben, zur Verfügung stellen. Frau Lomscher, Sie haben sich gerade geeinigt. Gut. Also, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also wir haben natürlich die Ausschreibungsergebnisse abzuwarten, um zu schauen,
wie wir mit den damaligen, das sind ja Grobkostenschätzungen gewesen, die eingestellt worden sind in die Finanzplanung, inwieweit das mit den derzeitigen Baukosten tatsächlich korrespondiert. Ne? Und ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich darauf hinweise, dass die Baukosten jetzt nicht gesunken sind. Ne? Das heißt, wir müssen tatsächlich Ausschreibungsergebnisse haben, um dann einzuschätzen, wie sich der Finanzrahmen insgesamt weiterentwickelt. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Das ist Herr Obelode. Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Aus Teilen der SPD werden Sympathien bekundet, das BMW-Werk und Privateigentum zu enteignen. Dahingehend sind auch nicht nur aus dem linken Lager, sondern auch aus Teilen des Senates Sympathiebekundungen in der Presse laut geworden, dass das ein Teil des Diskurses eines angeblich demokratischen Sozialismus sei. Ich frage von daher den Senat, welche konkreten Pläne zur Umsetzung der Enteignung des BMW-Werkes gibt es und sonstiger Enteignungsfantasien? Sehr geehrte Frau Präsidentin, antwortet Frau Popp. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, leider muss ich Ihnen sagen, dass der Senat noch keine konkreten Pläne hierzu hat. Weder Gesetzesentwürfe noch hat der Senat, ja, weil Sie ja immer schimpfen, dass der Senat nicht schnell genug arbeitet und nicht schnell genug vorankommt. Der Senat versäumt es, hier wichtige Vorlagen zu entwickeln, auf den Weg zu bringen, abzustimmen und zu beschließen. Insofern kann ich Ihnen nur sagen, dass wir leider nichts vorliegen haben und Ihre Frage da ins Leere läuft. Meine Herren, es ist keine Zeit für Zwischenrufe, sondern für eine Nachfrage durch Herrn Obelode. Bitte schön, Sie haben das Wort. Bin ich zu hören? Ja. Vielen Dank, Frau Senatorin. Wenn Sie das Fehlen einer solchen Initiative offenbar bedauern, was sagen Sie denn der Belegschaft des BMW-Werkes, die bei der Durchführung einer solchen Enteignung befürchten, als VEB auf dem Abstellgleis der Industriegeschichte zu landen? Frau Senatorin, bitte schön. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich habe nur bedauert, dass ich leider Ihrem Ansinnen nicht nachfolgen konnte, Ihnen von konkreten Plänen zu berichten. Das war das Einzige, was ich bedauert habe. Sie haben nach konkreten Plänen gefragt und ich musste bedauern, dass diese nicht vorliegen. Ansonsten sind wir natürlich wie immer mit allen Industrieunternehmen hier in der Stadt im Gespräch. Das BMW Motorradwerk fertigt ja hier Motorräder in Berlin und ist damit auch einer der zentralen Lieferanten für den weltweiten Motorradmarkt. Sie wissen auch, dass BMW hier in Berlin den ersten Elektroroller entwickelt und produziert. Wir sind also in guten Gesprächen mit der Werksführung und mit der Belegschaft zu der zukünftigen Entwicklung dieses Werkes, insbesondere natürlich die Herausforderungen für die Automobilindustrie, die anstehen, den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu bewältigen. Und ich bin mir sicher, dass die Unternehmensführung auch alles tut, um die Belegschaft auf diesem Weg mitzunehmen. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Christian Buchholz. Bitte schön. Gut, ich begrüße, dass noch keine entsprechenden Pläne des Senats vorliegen. Wie wird der Senat denn die soziale Marktwirtschaft gegen diese anmaßenden und undemokratischen Bestrebungen aktiv verteidigen? Frau Senatorin, bitte schön. Also meiner Kenntnis nach ist es ein Debattenbeitrag gewesen, der sicherlich auch eine hitzige Debatte ausgelöst hat. Das war auch die Absicht, soweit ich das der öffentlichen Diskussion entnehmen konnte, des Verfassers dieser Diskussion. Die soziale Marktwirtschaft funktioniert in Deutschland und besteht in Deutschland. Sie muss nochmal eine ökologische Perspektive ergänzt werden. Das ist aber auch eine Diskussion, die gerade geführt wird, beispielsweise rund um die Klimakrise, ob nicht eine Zukunftsorientierung auch in das Grundgesetz geschrieben werden muss. Um die Fehler der sozialen Marktwirtschaft wissen wir alle, die wir ja auch versuchen, durch eben politische Regularien und Leitplanken, die wir dort einziehen. Davon könnte ich Ihnen jetzt unzählige aufzählen, von den Sozialversicherungen beispielsweise über den
Mindestlohn, über viele, viele andere Aktivitäten, die natürlich Politik in den letzten Jahrzehnten ergriffen hat, um die Fehlallokationen möglichst zu vermeiden der sozialen Marktwirtschaft. Aber das ist, wie man so schön sagt, ein Work in Progress, an dem sich hoffentlich alle konstruktiv auch beteiligen. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Friederizzi, bitte schön. Ich frage den Senat, welche Informationen liegen dem Senat in seiner Eigenschaft als Gesellschafter oder aufgrund der Mitgliedschaften im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft zur Thematik der beim Bau des Terminals des Flughafens Berlin-Brandenburg Willy Brandt fehlerhaft verwendeten und nicht ausreichend feuerbeständigen Dübeln vor? Herr Senator Kollert, bitte schön. Danke schön für die Frage, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter. Es ist richtig, dass zu diesem Thema Dübel eine Abarbeitung seitens der Flughafengesellschaft stattfindet. Über die berichtet die Flughafengesellschaft auch regelmäßig im Aufsichtsrat. Und in der seltener stattfindenden Gesellschafterversammlung wird auch über dieses Thema berichtet. Der Kernpunkt dessen, womit sich die Flughafengesellschaft gegenwärtig beschäftigt, ist ja ein Pfad zur Fertigstellung des Flughafens und der Eröffnung im Rahmen der geplanten Maßnahmen bis Oktober 2020, das umzusetzen. Dabei ist es so, sind wesentliche Meilensteine erreicht worden. Das ist auch öffentlich publiziert worden bei der Entrauchungsanlage, wo ja einige hier im Hohen Haus, wahrscheinlich auch Sie, vor Wochen noch geglaubt haben, dass es dafür keine TÜV-Genehmigung gibt, sind mittlerweile die TÜV-Genehmigungen da. Also wird jetzt hier, nachdem die TÜV-Genehmigungen dafür da sind, wird jetzt hier das Thema der Dübel problematisiert, weil andere Themen offensichtlich wegfallen. Der Stand, den wir haben aus der Gesellschafterposition, ist der, dass es dort eine Reihe von Aufgaben gibt, die zu lösen sind. Und ja, die Firmen, die das so gemacht haben, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Man hätte auch gerade als international tätige Firma hätte man durchaus auf die Idee kommen können, dass es eben solche Dübel dort bestimmten Regularien genügen müssen und dass man eben die richtigen verwendet. Aber ja, wir haben bisher, ist sozusagen das, was die Flughafengesellschaft uns berichtet, ist, dass sie auf dem Pfad zum Thema der Eröffnung im Jahr 2020 auch mit den Dübeln klarkommt. Herr Friederizzi, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte schön. Danke, Frau Präsidentin. Herr Senator, auch recht herzlichen Dank. Ich frage Sie konkret, wird es im Oktober 2020 zur Eröffnung des Flughafens BR kommen, ja oder nein? Herr Senator, das geht ja schnell zu beantworten. Ich habe dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzuzufügen, nämlich dass die Flughafengesellschaft berichtet hat, dass sie im Rahmen ihrer Abarbeitung auf diesem Weg auch mit dem Thema der Dübel fertig wird. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Hansel. Bitte, Sie haben das Wort. Aufgrund der charmanten Beantwortung des Senators stelle ich die gleiche Frage. Ja oder nein? Ein Wort. Herr Senator. Ich beantworte die Frage auch gerne zum dritten Mal, so wie ich sie genau beantwortet habe. Leute, es ist so, dass wir Gesellschafter eines Unternehmens. Und als solcher ist es so, nimmt er Berichte von den Unternehmen entgegen und versucht darauf hinzuwirken, in die Richtung, wo wir, glaube ich, auch nicht so sehr zusammenliegen. Und egal, wie oft Sie hier solche Fragen stellen, Sie können keine Antworten erwarten, die über das hinausgehen, was auf der Position ist. Und wenn Sie von irgendwem auf der Straße gefragt werden, können Sie garantieren, dieses und jenes, müssen Sie auch immer ehrlicherweise sagen, ich bin an einer bestimmten Position, aus der ich heraus etwas mache. Und wenn Sie Nein sagen, sagen Sie eine Unwahrheit.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Dregger. Bitte schön. Ja, man muss halt schnell sein, Herr Schneider. Ich frage den Senat, wie bewertet der Senat den aktuell laufenden Testbetrieb des sogenannten TESAs zur Gefahrenabwehr und das sehr positive Feedback der am Pilotprojekt beteiligten Polizeibeamten, die die deeskalierende Wirkung des TESAs loben, insbesondere bei Angriffen auf die Polizei, aber auch zur Verabwendung von Suizidversuchen? Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Abgeordneter Dregger, ich bewerte den bisherigen Verlauf des Probebetriebes positiv. Es gab nach meiner derzeitigen Kenntnis 2 Einsätze des TESAs und 10 oder 15 Androhungen des Einsatzes. Alle sind gut ausgegangen schon. Allein die Androhung des Einsatzes hat in diesen Fällen deeskalierend gewirkt. Also insofern im Moment ein positiver Verlauf. Die Entscheidung wird aber im nächsten Jahr getroffen, weil wir uns auf einen 3-jährigen Probebetrieb geeinigt hatten. Herr Dregger, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Senator. Dann stellt sich die Frage, wann werden Sie vom Regelbetrieb oder in den Regelbetrieb übergehen und wann werden Sie willens und in der Lage sein, mit Ihrer Koalition eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für den Einsatz zu schaffen, so wie sie ja auch in anderen Bereichen des Polizei- und Ordnungsrechts fehlt? Herr Senator, bitte. Sehr geehrter Herr Dregger, einem 3-jährigen Probebetrieb ist immanent, dass nach 3 Jahren die Entscheidung getroffen worden ist, wenn man diese Probe des Probebetriebes auswerten kann. Im Moment ist der Verlauf positiv, die Einsatzfrequenz aber außerordentlich niedrig. Also für 2 Jahre sind 2 Anwendungen und 10 oder 15 Androhungen der Anwendung jetzt nicht wirklich viel, sodass man jetzt angesichts der Vielzahl der Vorfälle in unserer Stadt jetzt nicht davon ausgehen kann, dass es entscheidenden Einfluss auf die Sicherheitssituation in der Stadt hatte. Deswegen werden wir diesen Probebetrieb hinsichtlich der Qualität, aber auch der Quantität der Einsätze auswerten müssen. Und das wird nach 3 Jahren geschehen, also im nächsten Jahr. Die 2. Nachfrage geht an Herrn Schlömer, bitte sehr. Ein wichtiges Kriterium für den Einsatz solcher Instrumente ist ein zuverlässiges und tiefgreifendes Ausbildungskonzept. Liegt dieses vor? Ist das Gegenstand der Evaluierung? Vielleicht können Sie da noch was zu sagen. Herr Senator, bitte. Ja, im Moment wird der Probebetrieb in 2 Abschnitten der Polizei durchgeführt, in Mitte und in Kreuzberg. Und diesem Probebetrieb vorausgegangen ist eine ausführliche Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen, die das Instrument dieses Instrument im Einsatz verwenden. Das wäre, wenn wir nach dem Probebetrieb zu der Schlussfolgerung kämen, den TESA regelhaft bei der Polizei einzuführen, eine Grundvoraussetzung für die Einführung. Bisher gab es die von Kritikern befürchteten negativen Folgen solcher Einsätze in Berlin nicht zu beobachten. Aber wie gesagt, wir hatten bisher erst 2 Einsätze. Wir werden natürlich auch schauen oder werden gut beraten sein, zu schauen, wie andere Bundesländer, die den TESA ebenfalls testen, welche Ergebnisse die zu verwenden haben und ob es dort entsprechende positive oder negative Hinweise gibt. Aber völlig klar, die Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen ist Grundvoraussetzung für einen eventuellen Einsatz. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten. Damit ist die Fragestunde für heute beendet. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.1. Das ist die Priorität der Fraktion der CDU mit dem Tagesordnungspunkt 45. Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 18-1858. Berlin schafft ein Hinweisgebersystem zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. In der Beratung beginnt die Fraktion der CDU. Es hat das Wort Herr Abgeordneter Dregger. Bitte schön.